Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Heute schauen wir uns mal den neuen Koop-Modus der Kampagnen an. Und naturgemäß brauche ich dafür natürlich Spieler 2 und das ist heute Artemis. Guten Tag. Hallöchen, guten Tag. Wir werden das auf beiden Kanälen hochladen, das heißt, ihr könnt euch einfach beide Perspektiven quasi parallel anschauen oder nicht parallel, ist wahrscheinlich unklug, aber nacheinander wahrscheinlich am besten oder wie auch immer das jetzt laufen wird, bleibt ganz euch überlassen. Wir haben es beide noch nicht wirklich getestet. Wir wissen ungefähr, was uns erwartet, aber nicht so konkret. Genau. Und wir spielen heute die Schlacht von Hastings. Die ist, also wir spielen noch die Beta. Das ist jetzt noch nicht so, als ob wir jetzt hier schon irgendwelche Vorabversionen hätten. Die kann jeder über Steam sich runterladen. Einfach Rechtsklick oft in Steam-Bibliothek auf das Spiel bei Eigenschaften und dann kann man da die Beta auswählen. Da könnt ihr euch auch schon die Koop-Beta quasi mal geben. Ich habe jetzt mal die KI-Schwierigkeit auf schwer gestellt. Ist das dir genehm? Gehen wir direkt voll Helm. Oh ja. Naja, ich meine, deine Zuschauer sind ja höheres Gameplay-Niveau gewöhnt als meine. Ja. Von daher, ich reite voll mit. Wir okay, alles rein. Klar. Ja, ich dachte, also zu zweit machen wir die bestimmt komplett fertig, deshalb machen wir das mal so. Ansonsten, ja, also die Kampagnen habe ich ganz wenige nur auf dem Kanal auch hochgeladen. Ich bin erstmal gespannt, ob wir eigentlich ein Intro kriegen, also hier die Geschichte nochmal erzählt wird, oder ob wir das jetzt überspringen. Das wäre natürlich schön. Also sonst kann ich das auch nochmal grob umreißen, was da passiert ist. Okay. Bei mir passiert bislang nichts. Nee, ist lädt. Jetzt geht's los. Bei mir kommt Musik und bisher passiert sonst weiter nichts. Achso, ich habe das Age of Empires Logo jetzt zumindest. Ja, genau. Ja. Das Age of Empires Logo schön groß, aber ansonsten Musik. Also schon mal Franken-Musik, das scheint schon mal geklappt zu haben. Okay, wir gehen direkt ins Szenario. Hey, okay, und das laggt ein bisschen bei mir. Ja, wahrscheinlich muss noch ein bisschen laden. Ich schau mal ganz kurz. Ich weiß, woran es liegt. Ich habe aus Versehen den Leistungsmodus aus von meinem Computer. Der ist auf Sparflamme quasi gerade. Jetzt müsste es eigentlich besser gehen. Ein bisschen laggy ist es immer noch. Jetzt geht's, oder? Ja, jetzt geht's. Okay, das ja, lag, ich habe das Gefühl, jetzt sieht's ganz gut aus. So, jetzt erstmal umgucken. Ach, da unten. Warte mal, jetzt haben wir zweimal. Müssen wir Pause machen eigentlich? Doch, jetzt schon voll hier mit. Ich habe direkt losgelegt, aber der Reflex haben direkt reingekickt. Achso, ja, okay. Ich bin grün, ne? Ah ja, genau. Okay, also es gibt kein Intro, das ist schon mal schade. Also normalerweise erzählen die Kampagnen da so eine Geschichte erstmal. Mhm. So, also wir spielen die normannische Eroberung von England. Und das heißt, wir müssen hier die Burg zerstören. Das ist das Ziel am Ende. Von Harald dem Sachsen. Oh, Achtung, hier sind schon Dudes. Der Gegner kommt direkt. Ja, also wir sind ja noch in der Normandie aktuell. Ich bin Herzog Wilhelm und du bist, steht mir mal drauf, Alain der Rote, den kenne ich jetzt nicht persönlich, aber scheinen gute Freunde zu sein. Greif mich hier schon voll an direkt. Ja, hier ist alles voll mit Viechern, oder Leuten halt. Was sind denn das für Skale? Also wir spielen gegen Boten hauptsächlich. Meine Güte, darf man ja gar nicht mit dem Scout losrennen, sonst ist man gleich tot. Also der Scout ist, ja. Also der Scout zumindest. Hast du... ist noch ein See hinten, oder was ist das? Nein, Fluss anscheinend. Also wir sind nur auf so einem kleinen Landstrich, kann ich mir vorstellen. Es geht ja um die Invasion, mehr oder weniger. Komm mal da rein einfach und lauf im Zweifel zur Burg, oder ich habe mal meinen Helden hier am Start. Lauf einmal hier rein. Ich kann nicht bingen? Doch, kann ich. So, schieß mir den ab. Lauf weiter! Schaffst du? Im Kreis. Werde ich es überleben? Oh mein Gott!
Ja, yes. Siehst du, das haben wir schon gut gelöst. Mit 3 HP. Ich glaube, ja. Ich bleibe jetzt erstmal bei dir. Okay. Das ist definitiv zu aufregend da draußen. Ah, so. Ist natürlich blöd, dass wir die Insel nicht erforschen können, weil alles voll mit Huskalen ist. Aber ich schaue mal mich ein bisschen weiter hier oben um. Lebt der jetzt Scout? Kannst du theoretisch in meiner Burg aufheilen, ne? Oder in deiner, je nachdem. Den Scout kann man in der Burg aufheilen? Ja, kannst du tatsächlich in einer Burg einquartieren, dann heilt er sich wieder ein bisschen. Ist das immer so oder ja. Ist das eine Ausnahme? Nee, das jetzt? Ist immer so. Das kannst du immer machen. Aber du kannst halt Kavallerie normalerweise nirgends einquartieren, aber in Burgen halt schon. Deshalb kann man das machen. Okay, dann probier direkt was gelernt. Aus, ja, aber wirklich, dann lernen wir direkt noch neue Lektionen hier im Game. Wahnsinn. So. Also so, hier ist also hier schon mal die Küste. Was müssen wir denn eigentlich machen? Also wir müssen erstmal nach England kommen. Wir sind noch in Frankreich. Oh, jede Menge Haskell, aber ich glaube, so Schritt 1 sollte sein, dass wir unsere Insel hier für uns beanspruchen. Oder unser Land halt. Hier ist nämlich alles voll mit Plünderern. Oder sogar ziemlich viele, okay. Und wir spielen nur gegen Goten, wenn ich das richtig sehe. Von daher sollten Axtwerfer nicht schlecht sein. Beziehungsweise wir können ja. Du kannst ja Kavallerie machen und ich mache Axtwerfer, dann haben wir auch eine Arbeitsteilung. Ja, okay, dann machen wir das so. Schnell ein paar Quick Walls. Hey, ihr verfolgt mich. Ah, wird so drauf reingefallen. Ich vergesse immer, Villager zu bauen. Ich stelle mich schon wieder an hier. Was machst du? Ich baue keine Villager. Oh, was soll das? Richtig schön. So viele haben wir tatsächlich noch nicht. Dass ich machen könnte. Ah. Ich glaube, William der Oberer stirbt jetzt schon, bevor er nach England kommt. Harald der Sachse ist in See gestochen. Wenn seine Flotte den Ärmelkanal kontrolliert, kann unsere Invasion niemals gelingen. Was? Oh Gott, jetzt wird wieder aber herausfordernd hier. Ah, jetzt kommen noch mehr aus Kalle. Ja, ich glaube, ich muss doch mal Armee machen. Bisschen Axtwerfer bauen. Bau mal einen Stall. Achso, nur aus Kalle kann ich mir ein bisschen sparen. So, also da wird das. Ach, die Scheiße, aus Kalle kommt überall rein. Ach, da kommen die Huskale dann. Ach, der läuft von hier oben rein, aber der läuft ja an unserem Bogen vorbei, das sollte kein Problem sein. Okay. So, ich habe jetzt einen Markt gebaut, damit ich mich mit Harald verbünden kann. So. Wir sind jetzt beste Freunde. Warum schießt mein TC denn nicht? Hast du da nichts einquartiert? Ah, doch. Doch. Das hat wie sind die hier reingekommen? Achso, die sind einfach hinten rumgelaufen. So, ich glaube, ich muss mal irgendwo mauern gehen. Kommt bei mir immer aus der gleichen Richtung. Also ich mach mal hier. Oder. Nee, das ist vielleicht ein bisschen. Da könnt ihr doch zu dir laufen. Läuft eigentlich irgendwer von denen zu dir, nee, ne? Eigentlich gerade nicht, nee. Okay. Ja, dann mache ich das nochmal neu. Dann habe ich den Alan Rufus als Held. Achso, das ist das Spiel auf Englisch. Oder? Ja. Wie heißt der Rote? Ja. So. Sie kommen alle aus der Richtung. Ich mache jetzt mal, wenn du mal ein bisschen hier in der Gegend scouten kannst, ob die da auch noch durchflutschen, dann können wir herausfinden, ob wir dann safe sind, wenn ich das hier zugemauert habe. Ich mache meinen Scout wieder raus, der ist jetzt auch wieder voll live. Ja, siehste. Scout ich mal hier noch ein bisschen rum. Oh, ich hab die ganze Zeit Felder gebaut. Nee, das scheint so zu sein. Da sollten wir jetzt eigentlich safe sein. Außer man kann da oben noch irgendwo lang. Also müssen wir auch irgendwie zur Küste, habe ich das Gefühl. So eine Invasion wird irgendwie zu Land nichts. Zur Küste müssen wir? Denke ich mal, denn sonst okay. Kommen wir nicht nach England.
Also, dann ich gucke jetzt mal, da, ich gucke jetzt mal nach oben hier so da irgendwo, aber das sind Türme, ne? Ah, die sind schon kaputt. Bisschen laggy ist es immer noch bei mir. Ist bei dir ja, auch? Ja, bei mir auch. Ja, langst glaube ich ganz an meinem Computer. Kannst du mal einen Markt bauen? Dann kannst du dich auch mit Harald verbinden, weil anscheinend hat das nichts gebracht, dass nur ich mich mit dem verbündet habe. Ist eigentlich unser Bevölkerungslimit. 115, okay. Ich den Sammelpunkt hier. Hast du zufällig schon ein paar Ritter gemacht? Ja, hast du. Oder? Sind das noch deine Startritter? Ja, noch nicht so viele. Ja, ist nicht so schlimm, aber kannst du mir helfen, die Türme kaputt zu machen, weil ich meine Axtwerfe sind irgendwie nicht so dolle. Also, ich müsste noch eine Kaserne bauen eigentlich. Dann. Mhm. On my way. Die laggen zu dir rüber. Ich sehe es, ja. Es sind deine Axtwerfe noch mit drin, deshalb sind die so langsam. Eine Schicksalsgemeinschaft. Ja, während wir hier auf deine Truppen warten, kann ich ja schon mal eine kleine Geschichtsstunde geben. Also die Schlacht von Hastings, das war, als Wilhelm der Eroberer oder auch Wilhelm der Bastard genannt von seinen Feinden, der war von seinem vorigen König von England, hatte der das Versprechen bekommen, dass er den Thron erben würde. Das ist aber nicht eingetreten, weil stattdessen eben Harald der Sachse, oder wie auch immer jetzt konkret hieß, den Thron übernommen hat. Und außerdem hat auch der norwegische König, der ebenfalls Harald heißt, das Ganze anders interpretiert und gemeint, der englische Thron müsste eigentlich ihm gehören. Und deshalb haben sowohl die Normannen, angeführt von Wilhelm, als auch die Norweger unter Harald Hardrade, England invasioniert. Und die Wikinger, also die Dings, die Norweger sind dabei gescheitert, aber Wilhelm hat bei der Schlacht von Hastings einen Sieg errungen und ist dann später erfolgreich König geworden. Das war jetzt nur die grobe Zusammenfassung. Wissen wir mehr. Danke für die Zusammenfassung. Ist immer. So, jetzt haben wir auch die Küste hier frei. Ich baue mal ein paar Häfen. Ah, genau, und da sollen wir. Ah, und da kommt er auch schon. Oh ja, achso, da ist schon einer. Okay, dann müssten wir da vielleicht einen Turm oder sowas hinsetzen. Sonst kriegen wir. Oder wir lenken ihn einfach ab. Genau. Ja, ich lenke ihn ab. Ich werf extra drauf. Okay, er fährt weg. Ah, da lässt sich die KI dann nicht verarschen. Schade, aber auch. Ja, gut, wir kriegen diese Dinger da schon irgendwie hoch. Kannst du, ich weiß gar nicht, hast du jetzt schon gecheckt, ob du dich mit Harald noch verbünden musst? Also hast du das gemacht im Diplomatie-Dings? Nein. Also nicht. Ich blick gerade nicht so viel. Ja. Oh, ja, ich glaube, nee, das wird nichts. Ja, warte mal, das wird hier nichts. Ah, ja. Oh, da ist richtig was los. Ja. Hier Stein sammeln wird dann auch nichts. Der jetzt irgendwie. Aber jetzt kommt er hier an mit seinen Schiffen, vielleicht hilft er uns. Anderweitig scheinen wir keinen Stein zu haben, oder siehst du bei dir irgendwelchen? Nee, ne? Ah, da oben ist welcher. Hier. Da unten kommen sie jetzt auch wieder. Oh ja, ich schmeiß mal ein paar Äxte hin. Ja, also ich weiß nicht, ob das historisch auch so war, Wilhelm erstmal seine eigene Insel aufräumen musste. Oder ich sag's Insel, das war Frankreich. Aber hier. Ich irritiere jetzt echt ein bisschen der Name Harald. Ja gut, er war ein Sachse. Und der andere ist ein Norweger. Yeah. Da ist Harald wahrscheinlich gar nicht mal so unverbreitet. Ich hab mal meinen Mitbewohner fragen sollen, wie man den Norweger richtig ausspricht. Der ist nämlich Norweger. Aber das habe ich vergessen. Oh, wir können in die Piratzeit gehen, sollte ich vielleicht auch mal machen. Oh, jetzt wird uns irgendwas gezeigt hier.
Der Orange, ne? Achso, ja, da wird eine Schlacht geführt. Jo, was hat eine Türme? Ein Feuerturm? Oh, jetzt soll ich hier auch angegriffen. Mir wurde eine Frau getötet. Nein. Wo? Wie ist denn da überhaupt reingekommen? Achso, die haben die Tür aufgemacht. Die Tür, sag ich schon, die Mauer. Vielleicht nicht schon mal dran probieren. Der alte Harald der Sachse hat meine Streitkräfte bei Stamford Bridge geschlagen. Meine Wikinger werden weiterkämpfen. Doch ihr müsst hierher kommen und sie selbst verschiffen. Ja, wir kommen doch gar nicht erst aufs. Also, wir müssen Transportschiffe darüber schicken. Aber guck mal, jetzt haben wir unsere eigenen Schiffe. Ich baue jetzt mal kurz hier eine Burg hin. Dann kriegen wir, die Häfen wahrscheinlich gebaut. Das ist eine sehr gute Idee. Ich muss jetzt auch mal gucken, ob ich hier an Stein komme. Hier ist so ein ganz kleiner Mini-Stein-Patch. Ja, ich hab hier oben auch nur so ein Mini-Dings. Also hier an der Seite ist noch ein bisschen. Ach, scheiße, die Burg schlecht passiert. Die kommen halt nicht dran. So, jetzt aber. Wir können ja gleich mal, ja gut, okay, du hast schon ein paar Dudes. Dann können wir jetzt gleich mal losgehen und gucken, dass wir den Rest der Insel aufräumen, ne? Also bleibt mal der Armee mal hier, dann können wir da gleich durch das Tor durch. Okay. So, und währenddessen wird anscheinend die Insel hier oben einfach versenkt. Die Insel. Oh, ich habe hier irgendwelche Einheiten. Ja, die unsere, wir müssen ja rüber schiffen selber, also wir müssen Transportschiffe machen. Stell mal deine Truppen erstmal unter die Burg, bis wir da Transportschiffe haben, damit die nicht abgeschossen werden. Oh, ich bin gerade noch etwas verwirrt hier. Auch mal Imperialzeit so langsam. Oh, ich weiß gar nicht, was ich ein Häuser einstellen soll. Ist kein Platz? Ja. Ja doch, hast du. Baue einfach alle hier hin. Muss ja nicht schön aussehen, die Basis. So, lass uns mal. Da wird vielleicht auch kein Gold mehr. Den gelben angreifen. Ja, hier oben haben wir jetzt Gold am Wasser. Okay. Bisschen. Gut. Dann schicke ich da auch mal ein paar Dollar. Oh, okay, hier sind jede Menge. Kannst du noch dazukommen? Obwohl, ich glaube, ja, die Axtwerfer kontern hier schon ziemlich gut. Komm, ich komme. Ja, passt doch nicht. Wann bauen die denn mal das Haus? Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn wir uns vorher das Szenario einmal im Singleplayer angeguckt hätten, wenn wir nicht komplett verwirrt. Aber also ist es vielleicht ein bisschen witziger. Ich weiß es nicht. Ja, es ist bestimmt witzig zum Zuschauen. Ja. Oh, jetzt hat er hier sein Transportschiff gefüllt. Ach, da kommt. Okay. Ja, wir gehen einfach mal hier weiter. Würde ich sagen. In mir steht das Spiel. Schade. So, wie viel sind die denn? Also wir kommen überhaupt nicht zum England einnehmen hier. Ist ja unsere, wir haben ja nicht mal Frankreich ansatzweise. Ach du meine Güte. Oh, jetzt hat er hier die Hellebarden auch noch. Und dann kommen wir wieder runter zu den Axtwerfern. Ja. Dann kill du die Huskarde und ich kill die Dings da. Ich bin irgendwie Constantly House. Achso, man kann nur 115 bauen. Ja, 115 ist unser Maximum. Ach so, dann hätte ich mal ein paar weniger Villager. Wie viel hast du? 76. So, ja, kannst du später noch löschen. Wir müssen jetzt machen. Obwohl. Ja. Mach gerade mal ein bisschen Navy. Du kannst jetzt, denke ich, auch irgendwo mal anfangen, Häfen zu bauen. Vielleicht auch hier. Oder auch da oben, wo ich bin. Je nachdem. Oder. Okay. Ja, ja, doch. Da stehen so ein paar Einheiten von denen.
Ja, kannst du die. Du hast gerade ein paar zwei Ritter, die in die Nähe laufen. Vielleicht kannst du die töten schon. Ja. Wow, okay. Kannst du. Guck mal, die ja, kann ich leider nicht kriegen. Oh, Skorpion ist hängen kaputt. Super. Ja, würde ich sagen, machen wir das einfach mal alles kaputt hier, oder? Mhm. Zerstören. Ich töte jetzt mal ein paar von den Villagern hier. Das sind Villager? Von meinen. Achso. Oh. Ach, das sind schon wieder welche von den. Ja, Roten. Die setzen einfach ständig neue ab. Soll ich in den Häfen auch was bauen? Wenn du noch Platz hast. Ansonsten, also ich mache gerade ein bisschen Navy. Vielleicht kannst du in Transportschiffe tacken, dann können wir die gleich benutzen. Okay. Transportschiffe. Ist das zweimal gibt? Also wenn ich das richtig sehe, ist das alles, oder? Was sie noch haben? Du hast ja auch bald so einen Bergpfad zu denen durchgeholzt. Passieren interessante Dinge hier auf jeden Fall. Ich habe die Befürchtung, wir lassen uns hier sehr viel Zeit gerade, weil wir noch gar nicht in England sind, aber. Gut, den wir weiter haben. Schauen einfach mal. Ja. Muss man da irgendeine Medaille verdienen oder ist es egal, wie lange man braucht? Ich glaube, das ist relativ. Ich glaube, diese Medaillen kriegt man auch nur im, im Einzelspieler, je nach Schwierigkeitsgrad. Okay. So, aber das war es jetzt doch mit Gelb. Gelb, also, eigentlich. Hier ist noch Gold übrigens. Ah, der hat noch, ein Turm hat er da noch. Dann kannst du dir das Gold da schnappen. Oh ja, das ist delicious. So, wo sind meine Schiffe hin? Da oben. So, ich investiere weiterhin in Transportschiffe. Sehr gut. So, dann müssen dann unsere Wikinger irgendwann einfach mal abholen, weil wie viel sind denn das? Ja, eine Wagenladung jeweils quasi. Und gibt's denn Gelb dann eigentlich noch? Der hat doch jetzt wirklich alles verloren, oder nicht? Naja. Ja, man müsste meinen, da wird er dann irgendwie aus dem Spiel ausscheiden oder so. Ich sehe jedenfalls nichts mehr vom Gelb. Müssen wir die Mauern auch zerstören? Egal. So, jetzt einmal überlegen hier. Wir müssen quasi irgendwo an Land gehen und dann uns irgendwie eine Präsenz aufbauen, also am besten ein paar Burgen irgendwo hinklatschen. Ist die Frage, wo? Das ist am schlauesten. Ich weiß, hier unten ist ein bisschen zu offensichtlich für meinen Geschmack. Hast du schon Transportschiffe irgendwo? Ich baue gerade welche, aber ich sehe gerade, ich habe auch kein. Ah, guck mal da. So besiegt. Ich hatte auch. Ist er besiegt? Ach. Ja. So, jetzt habe ich habe schon mal zwei Transportschiffe hier oben. Achso, Quatsch, sollte ich ja nicht da hochschicken. Und ich guck mich dann schon mal um, wo wir so landen könnten. Meine ganzen Knights erstmal. Oh, das war festgehangen. Oh no.
dass ich mal hier die Transportschiffe bauen kann. So, bisher habe ich nur zwei. Ja, ich habe auch, ich habe drei und ich habe die Upgrades da drauf gemacht, deshalb, da bist du eigentlich genug reinpassen. Okay. So, oh, der Zaun ist gut. So, ich würde einfach sagen, ich fahre hier gerade mit meinen Schiffen hier so rum. Wir sind einfach ganz dreist und gehen da direkt ins Inland einfach rein. Wird irgendwie so hier hin. Okay. Und ich hole mal gerade. Wen nehmen wir mit? Warte, ich nehme mal gerade hier oben die. Du kannst deine Grünen bei mir einquartieren in meinem Transportschiff. Mhm. Und ich würde sagen, wir brauchen einen Dorfboden, um eine Burg zu bauen und halt unsere Einheiten, um die zu verteidigen. Daher, du nimm mal alles, was du so an Einheiten an mit dir hast und packst mit rüber. Alles, was reinpasst, sozusagen. Genau, ja. Okay. Okay, die sind schon mal beladen. Oh! Oh, der rote ist ja nochmal gelandet gerade. Was? Ja, aber ist nicht schlimm. Der ist richtig dreist, der rote. Ja, ein bisschen, ne? Ein Spot ist voll. Okay, dann halt da rein. So, der ist auch voll. Also einfach hier oben an die Küste, ne? Oh, das sind jede Menge Skale. Krass. Nein, danke. So, ich meine, der Villager jetzt auch da drin. Also dieser Feuerturm, der irritiert mich dann doch ein Stück. Möchtest du auch mal Villager bei mir mit reintun? Ich bin schon ein paar rüber gefahren, aber ich hole die nächste Fuhre jetzt ab. Okay. Wer müssen meine anderen Villager denn? Sind die immer noch nicht da? Ey, guck mal, wie viele da kommen. Oh mein Gott. Versuch mal mit mir hier meine Burg zu verteidigen. oder die hochzubekommen jedenfalls. Oh, ich bin blockt. Ja, bei mir ist genug gestorben jetzt. Wie halten diese Türme denn aus? Wo 2700... Das ist ja richtig insanes Zeug. Aber wir sind gar nicht so weit weg von der Burg, die wir zerstören müssen. Also wenn ich jetzt hier gleich ein paar Triebwerke baue, müssen wir es eigentlich schon wirklich schnell hinkriegen. Deine Paladine reißen auch so alles ab, wie ich sehe. Ja, let's go. Was sind meine Villager? Wo sind die denn hingefahren? Habe ich da gemissklickt? Ich habe meine Villager nach Buxtehude geschickt. Ja, das sind so gut. Also jetzt bin ich auch poplockt. Ja, nice, Burg. Oh, direkt noch eine, die sind ja billig. Mhm. Und dein Held ist ein... Ach nee, das ist ein Jarl, okay. Moment. Axtwerfer. Ja, ich lösche ein paar von den Booten, die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So süß, die immer hin und her zu fahren. Irgendwie schon, ne? Ja. Oh, jetzt kommt hier noch der Pink, ne? Ach, da ist noch einer dazu. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir den auch noch haben. Oh, gibt's noch einen, genau. Oh, der hat hier Schwerträger da. Komm einfach zur Burg, zieh ich zur Burg zurück. Ja.
Ja. Komm, meine Namen, du ziehst mal langsam. Nee. Also, aber wie, wenn es danach keinen weiteren Auftrag gibt, dann müssen wir eigentlich nur hier so in der Gegend ein bisschen campen und die Burg halt abballern, wie ich das sehe. Okay. Destroy Harold the Saxon's Castle. So sieht's aus. Ah, da ist es auch Imperial Age. Ja, aber jetzt gleich ballern wir. Ach, die hat zwar 10.000 Lebenspunkte, die Burg, ist es da nicht passiert. Wow. Das soll ja eine Herausforderung sein, wa? Das scheint der Plan zu sein, ne? Ich kein Gold mehr. Hier kannst du, hier müssen wir es hinschicken, meine Tribuke werden leider massakriert. Mhm. Oh, es ist immer so schwer da hinzukommen, man muss wahrscheinlich erstmal die Mauer zerstören. Sollte eigentlich die Tribuke reparieren, was mache ich denn hier? Ja, easy. Wohl gleich. Also diese Feuertürme kommen ein bisschen anachronistisch vor, muss ich sagen. Bin ich ganz sicher, ob das die Sachsen so in dem Maße eingesetzt haben. Das ist ja, das kann nicht 100% realistisch sein, glaube ich. Ja. Oh, da kommt so ein sneaky Schiff hier an von dem Roten. Was ist da denn los? Der guckt los? Sich nur um anscheinend, der greift uns ja gar nicht an. Okay. Aber die Burg hat es gleich hinter sich. Sehr gut, ich fighte hier mit diesem. Ja, mach auch die Türme kaputt. Oh, ich hab Harald zu Hause gelassen. Der muss noch mit. So. Hat er noch eine Backup-Castle vielleicht? Also wie ich das sehe, ist die... Ah. Und jetzt? Hm. Oh, jetzt haben wir gewonnen. Okay. Das war's. Ja, guck mal, das zusammen die Burg zerstören. Einfach direkt da landen, wo die Burg ist. Das ist der Trick. Das war richtig gut. Wusstest du das vorher, dass da die Burg schon ist? Ehrlich gesagt, habe ich das nicht ganz so nah eingeschätzt, aber ich bin da ja mit den Booten so ein bisschen rumgefahren und geguckt und diese lange Einbuchtung da gesehen. Wahrscheinlich hätten wir noch näher dran gehen können. Oder ja gut, da waren die Türme aber auch. Ja, stimmt. Aber ich hätte es eher so da vermutet, wo der pinkfarbene ist oder so. Achso, dass die Burg da war, das konnten wir von Anfang an sehen. Das war so auf der Minikarte. Ah, gut, wenn man da hinschaut. Ja. Aber das jetzt ja, cool. Meinen Helden gar nicht mitgenommen, aber jetzt irgendwie ein bisschen. Ja. Das war nicht das, so wichtig, ja, komischen Beigeschmack auf jeden Fall so Wilhelm. Eroberung und der jetzt einfach vergessen ist, einfach zu Hause über die Ah, ja. Das war heute? Ah! Genau, oh shit, das habe ich aus Versehen verschwitzt. Ach, Mist, historisches Datum. Wo ist denn deiner? Also den Jarl hast du mitgebracht, der lebt noch. Den hast du dir aus Norwegen mitgebracht. Ich glaube, ich habe alle Helden dabei. Der müsste ja so eine Lanze haben. Ja, wahrscheinlich steht da hinter irgendeinem Gebäude. Ja, aber in manchen Szenarien hat man explizit den Auftrag, dass der Held nicht sterben darf. Das doch, jetzt ich sehen. Da ist er. Kannst da sind beide glänzenden Gelb. Achso, die stehen da. Ah ja, stimmt. Ja, die stehen beide da. Der Rote. Und chillen und sagen den anderen, was sie zu tun haben. Ach so, ja, guck mal, es gibt ein Outro, wenn man rausgeht. Was? Okay, warte mal, auf was hast du gedrückt? Quit Current Game? Ja. Trotz der Verluste ließ Harald seine erschöpften Truppen nach Hastings marschieren, um Wilhelm, den Eroberer, aufzuhalten. Wilhelms Bogenschützen und Pikeniere hielten Haralds erfahrenen Huskals nicht stand. Harald wehrte den Ansturm von Wilhelms Rittern ab. Wilhelm selbst stürzte in der Schlacht vom Pferd. Und als sich Gerüchte über seinen Tod verbreiteten, wandten sich die Normannen zur Flucht.
Doch Wilhelm war nicht tot und konnte. Ja, der war in der Normandie geblieben. Indem er den Helm absetzte, sodass die Männer beim Anblick seines rasierten Gesichts erkennen würden, dass er noch lebte. Wilhelm und seine gepanzerten Ritter ritten die Huskarls nieder, durchbrachen das sächsische Heer Episch. Und ritten bis nach London. Am Weihnachtstag ließ sich Wilhelm zum König krönen. Da seine Herrschaft England schließlich in eine Ära beispielloser weltweiter Dominanz führte, gilt das Jahr 1066 als eines der wichtigsten Daten in der englischen Geschichte. Ja, wieder was gelernt. Aber komisch, dass das Intro nicht abgespielt hat. Ja, das, schon ein bisschen, das ist schade. Fragwürdig. Okay, jetzt ist bei mir auch fertig. Ja. Cool. Ja. Also, ich meine, theoretisch hätte das vielleicht nicht unbedingt Koop sein müssen. Ja, ist ja auch nicht ursprünglich. Also es gibt ja, das ist ja jetzt basierend auf der Original, auf dem Original-Szenario quasi. Mir ist einfach nur editiert, sozusagen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil man zu zweit vielleicht auch schwierigere Gegner schaffen kann, die man vielleicht alleine sonst nicht, also auf einer höheren Schwierigkeitsstufe zum Beispiel, was man sonst nicht schaffen würde und dann vielleicht noch ein bisschen Herausforderung rauskitzeln kann. Vielleicht so war das jetzt aber tatsächlich schwieriger, weil ich habe das Szenario noch nie gespielt, aber da kamen schon echt ziemlich viele Einheiten von denen, hatte ich das Gefühl. Ja, du hast sie alle abgeblockt, ich habe gechillt und geboomt. Naja, boom ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, ich habe halt gespielt. Ja, Axtwerfer waren wahrscheinlich insgesamt die nützlichere Einheit hier. Einfach weil die nur Infanterie gemacht haben, aber so als Meat Shield sind die Paladine auch auf jeden Fall gut. Und du hast deine ganzen Feuertürme eingerissen, also. Das so, stimmt, ich hatte die Türme, das ist mein wichtiger Beitrag dazu gewesen. Richtig, richtig. Ja. Ja, cool. Das war auch ganz war lustig, witzig. Ja. Ja. Und da wir ja schon beim Thema Koop sind, vielleicht können wir es schon mal ankündigen einfach. Machen demnächst einfach nämlich noch ein Video, dass wir dann eine andere Form von Koop nehmen, nämlich wir spielen gegen anderen Spieler zu zweit, kontrollieren wir dann die gleiche Fraktion. Wie es genau laufen wird, das seht ihr dann noch. Das steht noch so ein bisschen in Sternen, wie das alles abläuft oder wann das dann auskommen wird, meine ich. Aber ja, wir ziehen auf jeden Fall nochmal zusammen in den Krieg, sozusagen. Genau, das wird bestimmt witzig, vor allen Dingen, weil es halt so eine Art Challenge ist und jeder von uns was Bestimmtes machen darf, aber was anderes eben nicht. Und mal schauen, wie Botkin so mit meinen Noob-Skills dann zurechtkommt. Ja, Handicap Arty ist am Start. So ist der Plan. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, hast du noch abschließende Worte? Also, falls euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich beide über einen Daumen hoch freuen und ein Abo. Dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Videos. Also, du kannst ja doch sehr professionell Abverabschiedung hier. Das war extra in meiner Stimme, in meiner Verabschiedungsstimme gesagt. Okay, okay. Und das ist so die Werbestimme. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann wäre es das die Gelegenheit. Und genau, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, Botkin. Es war schön, zusammen mit dir zu spielen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich auch. Bis dann, würde ich dann mal sagen. Genau, bis dann. Ciao. Ciao, ciao, mach's gut.